Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mondgeflüster und einem weiteren Faktenvideo zur gestrichenen Apollo-Mission, heute mit der Nummer 19. Und wir legen wieder direkt los mit Fakt Nummer 1. Kurz nach der ersten Mondlandung veröffentlichte die NASA die weiteren Infos zum Apollo-Programm. Demnach war Apollo 19 für Juli 1972 angesetzt, später dann im Dezember 1973. Fakt Nummer 2. Auch Apollo 19 war als sogenannte J-Mission angelegt, also mit längerer Aufenthaltsdauer auf dem Mond, dem Mondauto und deutlich mehr wissenschaftlicherem Anteil und hatte intern die Nummer J4. Fakt Nummer 3. Als mögliches Ziel wurde zunächst die Hyginius-Rille bzw. die Kraterregion angegeben, später die Hadley-Rille, die schließlich Ziel von Apollo 15 wurde. Fakt Nummer 4. Am 2. September 1970 kam das endgültige Aus für Apollo 19. Die NASA strich aufgrund von fehlenden Kostengenehmigungen die H4 und J4 Missionen, also Apollo 15 und 19. Es wurde danach neu durchnummeriert. Fakt Nummer 5. Aufgrund der Streichung wurden für die letzten Missionen nur erfahrene Ersatzmannschaften eingeteilt, sodass es offiziell nie eine Backup-Crew vor den Streichungen für Apollo 16 gab. Allerdings hatte Dick Slayton verantwortlich für die Einteilung der NASA-Astronauten, Fred Hayes als Kommandant, William Poggio als CSM-Pilot und Gerald Carr als Mondfähre-Piloten ziemlich sicher in der Planung. Die drei hätten sich also durchaus Chancen auf eine Mission machen können. Fred Hayes hatte ja bereits eine Mondlandung mit Apollo 13 verpasst. Verbindlich ist diese Aussage aufgrund der fehlenden offiziellen Bekanntgaben aber nicht 100%. Fakt Nummer 6. Das vorgesehene Kommando- und Servicemodul mit der Seriennummer CSM-115 ist heute ein Ausstellungsstück im Lyndon B. Johnson Space Center. Fakt Nummer 7. Die Mondfähre LM-13 wurde nur teilweise fertiggestellt und diente unter anderem als Requisite für die Serie From the Earth to the Moon von HBO. Heutzutage ist sie im Cradle of Aviation Museum auf Long Island in New York ausgestellt. Fakt Nummer 8 und damit auch letzter dieses Videos. Die Saturn V mit der Seriennummer AS515 war zunächst Ersatz für Skylab 1. Eine Nutzung, um ein zweites Skylab zu nutzen, wurde verworfen. Heute sind die drei Stufen in verschiedenen Weltraummuseen ausgestellt. Ja, kurz und knackig auch das Faktenvideo jetzt zu Apollo 19 fertig. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Einschalten und Zuhören und für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.